Alles begann, als ich ein kleiner Junge war. Letzte Chance für die Gilmore Girls. Ich war ein Baseball-Wunderkind, damals in der kubanischen Liga. Ich wuchs in den Tabakfeldern um Havanna herum auf. Dort lernte ich Baseball zu spielen. Unsere Handschuhe waren aus Zigarren. Manche von ihnen brannten noch. Klasse! Ha, ich hab ihn gefangen! Nachts war ich Taxifahrer. Wir mussten dort alle riesige Autos fahren. Ich war nur ein normaler junger Mann, der seine Hose über seinem Nabel trug. Zieh deine Hose hoch. Als ich 9 war, nahm ich meinen Vater zu meinem ersten Baseballspiel mit. Fidel Castro war dort, um den ersten Ball zu werfen. Er trug dasselbe Outfit wie immer. Später erfuhren wir, dass er an einer Modekrankheit litt, dem chronischen Müdigkeitssyndrom. Wir würden mehr Witze über ihn schreiben, aber unsere blöden Autoren wissen nur, wie er aussah. Strike! Helft ihr mir? Deluxe. Alles klar, legen wir los. Millionen Dollar Geschäftsideen. Offene Runde. Keine Selbstzensur. Haut alles raus. Schlechte Ideen gibt es nicht. Bier in einem Beutel. Schlechte Idee. Oh, ich hab was. Großes Tic-Tac, damit man nicht so viele kleine Tic-Tacs essen muss. Gut, Glenn, das kommt auf die Liste. Noch Ideen? Es gibt keine schlechten Ideen. Suppe in einem Schlauch. Schlechte Idee. Schön, Peter. Wenn du so toll bist, dann verrat uns doch deine Idee. Okay, man wirft doch Eiswürfel in Urinale. Was passiert mit dem Eis am Ende des Tages? Verschwendung. Wir sammeln Urinaleis und verkaufen es an örtliche Bars. Das wird nie funktionieren. Ach nein? Ist das das Klimpern von Eiswürfeln, das ich da höre? Hey Brian, du hast nicht zufällig einen Metalldetektor? Schön, Stewie, du hast eine Medaille. Toll. Wittere ich da einen Hauch von Neid? Stewie, fandest du es nicht seltsam, dass jeder eine Medaille gekriegt hat? Du hast nichts gewonnen. Die ist für die Teilnahme, die kriegt jedes Kind, das einen Puls hat. Und wie jede andere Medaille und jeder Preis in deinem Leben bedeutet sie gar nichts. Was? Stewie, es tut mir leid, ich hätte das nicht sagen sollen, das war gemein. Geht es auch langsamer? Nein, 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 nein! Wie konnte ich nur so ein Narr sein? Das ist eine Wand der Lügen! Und das ist ein Loch der Lügen! Alles, was ich je gewonnen habe, ist wertlos! Ihr werdet mich nicht länger zum Narren halten! Oh nein! Ist schon gut, Stewie, ruhig bleiben. Dafür haben wir einen Feuerbeauftragten im Haus. Okay, wenn ich euren Namen vorlese, antwortet bitte mit hier. Griffin, Mac. Das heißt Mac. Sorry, sieht aus wie Mac. Griffin, Liam. Das heißt Lois. Nochmal, bitte antwortet mit hier. Ja, Sie sind schon den ganzen Tag hier, aber es ist ja nicht so, als ob Sie zur Arbeit müssten. Also zeige ich Ihnen noch eine Idee für eine Neuauflage. In welches WLAN sollten wir uns einloggen? Glendale Galleria öffentlich. Das versuche ich die ganze Zeit. Manchmal setzen Sender eine Serie ab, nur um sie mit den weniger beliebten Nebenfiguren wieder aufzulegen. Während die beliebteren Schauspieler mehr Erfolg bei Kinofilmen haben oder bei hässlichen Scheidungen, die sie öffentlich durchziehen. Which we used to rely. Lucky there's a Family Guy.
lucky there's a man who positively can do all the things that make us. He's a family guy. Schließ das Katzencafé. Es ist ein Ärgernis und eine Bedrohung der öffentlichen Gesundheit. Gott nochmal. Die Stadtverordnung 321c besagt, Getränke oder Speisen sollen in der Nähe von Fäkalien weder zubereitet noch serviert werden. Verdammt, Brian. Außerdem Perserkatzen? Nennen wir sie doch beim Namen. Iranische Katzen. Diese ganze Veranstaltung muss beendet werden. Und da Brian schon eure Aufmerksamkeit hat, braucht ihr auch länger, um euch abzuputzen? Mit mehr Klopapier? Ich kacke kürzer, aber ich wische mich viel länger ab und es gibt immer diese eine kleine Linie. Bei Gott, es ist, als ob da ein Wachsmalstift drinsteckt. Halt, entschuldigt mich kurz. Ich glaube, ich spinne, es war ein Wachsmalstift. Danke, dass ich mich für euch aussprechen durfte. Ohne Office ging's nicht weiter, aber The Office wurde erst 2005 gedreht. Deswegen mussten wir uns ein Office mieten. Wir haben uns eindeutig nicht über den Stil unseres Büros ausgesprochen. Das war ein Versäumnis. Ich dachte, dies sei ein distinguierter Ort. Wir überwanden unsere Startschwierigkeiten und machten den Rest des Tages, was alle in den 90ern taten, zu diskutieren, was besser war. Forrest Gump oder Pulp Fiction? Forrest Gump ist lächerlich. Ein Typ macht die ganze Zeit nur das, was ihm gesagt wird und verdient Millionen. Aber eine Frau versucht anders zu sein, bekommt AIDS und geht drauf. Deine Argumentation ist banal und kleinlich. Ich habe keinen von beiden gesehen, aber Ace Ventura 50 Mal musste so lachen, dass ich mich im Kino vollgeschissen habe. Selbst wenn ich jetzt daran denke, muss ich... Au! Okay, ich ahnte, dass diese Festung uneinnehmbar ist. Also habe ich die besten Zimmermänner Griechenlands beauftragt, ein riesiges Holzpferd zu bauen. Wir verstecken uns darin, sie werden es als Geschenk reinholen und dann springen wir raus und zerstören die Stadt. Ich nenne es das trojanische Pferd. Klingt nicht schlecht, aber die Tür ist nur durch einen Perlenvorhang geschützt. Was? Ja, nur ein Perlenvorhang. Oh Mann, das wird ein schwieriger Anruf. Schneller, macht schneller! Das sollte schon gestern fertig sein. Hallo, Riesenpferdfirma. Sie bezahlen bei Lieferung, keine Anzahlung nötig. Was kann ich für Sie tun? Was? Es ist einfach nicht gerecht. Wir sitzen hier und jeder an der Wall Street ist frei wie ein Vogel. Joe, es ist der falsche Zeitpunkt für deine billigen politischen Parolen. So ein Scheiß! Die Gerichte sind am Wochenende geschlossen. Das heißt, wir werden frühestens am Montag einem Richter vorgeführt. Dann sitzen wir 5 Tage hier. Was zum Teufel sollen wir tun? Tja, wenn wir der Kongress sind, tun wir gar nichts. Na schön, der Spruch war schlau. Sehr gut, Joe. Und ganz ehrlich, vielleicht ist es nicht so schlimm im Knast. Und wir müssen nur das Beste draus machen. Wie die Jungs da drüben, seht nur. Die machen Bockspringen. Aber keiner von denen springt. Und der hinter ihm darf nicht einfach nur stehen bleiben. Wer hat denen das beigebracht? Peter, hör auf hinzugucken.